sie fahren dürfen und sind bei der Feuerwehr. Die Red Knights haben am Samstag Willisau besucht, ein Mittagshalt bei einer Dörftour rund um einen Apf. Rund 180 fahrende Feuerwehrleute haben sich am Mittag beim Magazin in Willisau verpflegt. Die Ankunft, ein imposanter Anblick. Die Red Knights sind der grösste Club von Töff-fahrenden Feuerwehrmannen und Frauen mit weltweit rund 10'000 Mitgliedern und 350 Unterorganisationen, Chapter, wie sie es nennen, vertreten in diversen Ländern in Europa. Mit dabei in Willisau so Leute aus Frankreich, Belgien, Deutschland und so weiter. Einer weiss es ganz genau, der Präsident. Töff rund ums Feuerwehrlokal in Willisau, der Walzi von den Red Knights. Was machen die da? Ja, wir machen eine Ausfahrt. Wir haben jetzt hier das europäische Töff-Treffen von unserem Club her. Und jetzt zeigen wir ihnen noch ein bisschen Emmental, die schöne Gegend hier. Und ja. Euer Club, kannst du noch ein paar Worte darüber sagen? Unser Club ist gegründet worden 1982 in Amerika. Es sind über 10'000 Mitglieder weltweit. Und wir sind jetzt hier in Europa bei rund 15 Chapter, eigentlich in ganz Europa, in jedem Land fast vertreten. Chapter, das sind so Unterorganisationen? Das sind so gesagt Sektionen, kennt man hier in der Schweiz das Wort dafür. Das ist eigentlich ein Club im Club. Wie viele sind ihr jetzt noch? Hier sind bei uns angemeldet 185 Leute, mit rund 120 Töffen. Und von wo kommen die alle? Sie kommen von Irland, England, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Holland, Deutschland, Italien, Österreich und natürlich auch Schweiz und noch ein paar Amerikaner. Die Red Knights sind ein eigenständiger und selbstbewusster Verein in der Schweizer Töff-Szene. Sie lassen sich von anderen Clubs nicht Vorschriften machen. Mitglied werden kann jeder Töff-fahrende Feuerwehrangehörige, aber auch die Lebenspartner, Eheleute, Kinder und Geschwister, sie werden durch Social Member aufgenommen. Die roten Ritter gehören nicht zu den lichtscheuchen oder kameraängstlichen Rockerclubs, die oft genug für Negativschlagzeilen sorgen. Den zupackenden Feuerwehrleuten liegt nämlich das Allgemeinwohl am Herzen. Für einen Kommandant der Wehr Willisau ist ein Sonnenansturm von Feuerwehrleuten nichts Außergewöhnliches. Allerdings mit dem Töff kommen sie in der Regel nicht. Rally Peter, so viele Feuerwehrleute in Willisau hat es selten gegeben, oder doch? Ja, das gibt es etwa, die als wir ein Gäste haben hier in Willisau. Die machen ja auch Kurs, Fortbildung und so weiter. Jawohl, ja, wir haben kantonale Kurse, die wir auch hier durchführen in Willisau. Wie viele nehmen hier alle teil? Das sind zwischen 70 und 80 Personen. Jetzt die Kontakte, wie sind die gelaufen? Wieso sind die gerade zu euch gekommen? Das war eine Instruktionskamera von der Feuerwehrstadt Luzern, die mich einmal angefragt hat, wo in diesem Club dabei ist. Sie hat ein Interesse, so eine Napfrumfahrt zu machen und ob sie hier vorbeikommen können und das Mittagessen hier rein. Sie sind mal vorbeikommen und da haben sie gesagt, ja, das wäre ideal. Und durch das ist es echt so zustande gekommen. Und natürlich gibt es auch bei der Feuerwehr Willisau begeisterte Töff-Fahrer. Der Leo Birrer ist einer davon. Richtig, ich fahre selber auch Töff, ja. Ich habe zwei Oldtimer und einen normalen, ja. Aber bei diesem Verein bist du nicht, oder? Nein, bei diesem Verein bin ich nicht. Vielleicht wird es ja noch, oder? Die machen ja auch lang für Sachen. Müssen mal schauen, ja, vielleicht. Aber vorläufig ist noch Feuerwehr angesagt. Die müssen ja auch schnell sein, oder? Richtig, aber auch nicht Töff. Du bist auch gerade an der Ausgabe von der Suppe, wie es aussieht. Genau, das ist ja so. Erbsuppe mit Speck. Längt es für alle? Ganz sicher ja zu viel. Mensch, das weißt du, bist Koch? Ich bin Koch, ja. Einfach unpraktisch, Sandwich. Welche Sorten gibt es? Schinken, Salami, Thunfisch, Eier und Käse. Wir haben für alle etwas. Wo bist du? Ich bin Hans-Peter, ich war 22 Jahre in der Feuerwehrstadt Luzern und bin jetzt Mitglied in der Red Knights Schweiz 3 in Luzern. Wissen Sie, wieso dass der Hans-Peter hier im Hintergrund so winkt? Darum,
Nochmal Suppe? Jawohl, da gibt es eine zweite Suppe. Es wäre eigentlich so gedacht, dass wir ja, von zwei Seiten her fasst. Aber ja, die meisten kommen auch von dieser Seite. Und du hast ja auch schon ziemlich viel rausgegeben. Ja, die Suppe ist scheinbar sehr beliebt. Wo kommst du? Ich bin von der Führer Malter Schachen. Ich bin auch Gründungsmitglied von der Red Knight Switzerland 3 hier in Luzern. Ja, und helfen jetzt eigentlich in den Berner, im Berner Chapter aus. Ich bin der Gutzi. Haben Sie Durst? Brauchen Sie Treibstoff? Ja, das geht ein bisschen Durst. Wir haben relativ oder einigermaßen warmes Wetter. Und dann müssen wir schon etwas trinken rausgeben. Ja. Wie funktioniert das? Kommt da jedes Zettel über? Oder? Das hier geben wir jetzt gratis ab. Beim Zwischenhalt respektive Mittagshalt. Und nachher, am Abend nachher, haben sie ein Zettel, das wir wieder abkreuzeln. Genau. Ja. Von wo kommst du? Ich komme von Zollikofen, von Bern. Genau. Das Mess stimmt, aber sie kommt nicht von Bern. Von wo kommst du? Vom Ostschweiz, vom Kanton Glarus. Ein bisschen untypisch. Also, wieso bist du jetzt da dabei? Das ist ja eine Berner Sektion eigentlich. Ja, wir sind ich war mal im Chapter 1 gewesen, und dann haben wir gewechselt auf die Ostschweiz. Und jetzt sind wir auch hier am Feiern. Frauen, es hat auch, aber nicht ganz so viel wie Männer natürlich. Das ist natürlich Leitrad von der Feuerwehr. Ja, das ist schon so. Wie viele sind ihr jetzt da? Ich und mein Mann, die einen haben nicht können, weil sie sonst schon einen Ausflug hatten von unserem Chapter. Also ja. Und die kommen nicht einmal aus der Schweiz. Entschuldigung, von wo kommen ihr? Von Belgien. Ach, Entschuldigung. Sie sprechen Deutsch? Ein bisschen, ja. Wie war die Fahrt hierher? Sind Sie schon lange unterwegs? Von Belgien braucht man ja eine Zeit. Wir haben das in zwei Stücken gemacht. Wir haben angehalten in Frankreich. Und dann der zweite Ritt bis hier. Wie lange sind Sie unterwegs? Zwei Tage. Zwei Tage, nicht extra Ferien genommen? Nein. Nehmen Sie öfters an so Treffen teil in Europa? Ja, jedes Jahr. Ja. Jedes Jahr ist das ein anderes Land. Voriges Jahr war es Belgien, das Jahr davor war es Frankreich in Paris und dann war es in Deutschland. Auch von Belgien? Ja, sicher. Ist das eine ganze Gruppe? Wie viel seid ihr denn? 17 von unserer Gruppe, aber von Belgien 50. 50 allein von Belgien? Das ist ja kein Zufall, dass man dann euch hier trifft. Ne? Ja, sicher. Ja. Voriges Jahr war es in Belgien, also wir sind schon hier. Ja. Quasi verpflichtet dann auch etwas zu unternehmen? Nein, nicht verpflichtet, aber ja, das ist, ja, ja. Es ist toll, zusammen zu sind. Wie ist das in Belgien? Wie ist da der Anteil der Frauen in der Feuerwehr? Nicht so viel. In meinem, wie sagt man das, Korps, ja, sind wir drei Frauen und es gibt nicht so viele Frauen, nein. Eins, zwei pro Gruppe, ja. Danke, wie immer. J'ai vu marqué cousine et sœur. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais je vais apprendre. D'ici la fin de la semaine, je parle allemand. Hier spricht man Französisch, aber Sie können perfekt Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch, ja. Und verstehe auch Schweizerdeutsch und Österreichisch. International. Wie kommt das? Ja, weil ich 20 Jahre in Deutschland gewohnt habe, gelebt habe. Und jetzt wohne ich in Südfrankreich. Ich bin nach Frankreich zurück, zu den Wurzeln. Jetzt wohne ich, aber Schweizerdeutsch, das lernt man nicht in Deutschland. Klar, ich habe auch in zwei Jahren in der Schweiz gearbeitet, in der Gastronomie, wenn ich jung war. Jünger, genau. Da ist alles relativ. Jetzt ist das eine französische Gruppe, wie viele seid ihr denn? Aus Frankreich? On est à combien de France là? Ich weiß es noch nicht genau. A peu près de France. 15? Ja, so 5. So 30 Stück ungefähr. Aus Paris, aus Südfrankreich, ein bisschen von überall. Und Sie lernen so die Schweiz kennen? Gefällt es Ihnen? Sehr schön. Die Schweiz ist wunderschön. Wirklich, wir sind sehr froh, hier zu sein.
Was haben Sie denn schon alles gesehen oder was unternehmen Sie alles? Also hier jetzt, also heute haben wir noch weitere Ausflüge. Wir wissen noch nicht, wo es uns hinbringt, aber sicher in eine schöne, schöne Gegend. Und morgen fahren wir alle zurück. Also wir sind seit, also welche sind seit vorgestern da und wir sind seit gestern erst vorgekommen. Also ja. Okay, viel Vergnügen. Die Schweiz ist schön. Die Schweiz. Die Schweiz ist schön. La Suisse. La Suisse. La Suisse est merveilleuse. On a the sun is fantastic. Bah, c'est bien ça. C'est bien ça. Rainer Lipse sind hier der Mann für die besonderen Aufgaben, oder? Ja, also ich bin Mitglied der Evangelischen Landeskirche Baden und bin dort Prädikant. Und mache also den ganzen Verkündigungsdienst wie ein Pfarrer. Und mit der Ausnahme, ich habe keine eigene Gemeinde. Und ich bin hier bei den Red Knights, bin ich der European Pater und bin dafür zuständig, um kurze Besinnungen, kurze Andachten zu halten. Wie gestern zum Beispiel Gedenken an 9/11. Ja. Wie sind Sie hier dazugekommen? Über die Feuerwehr. Ich bin Notfallseelsorger und als solcher im Landkreis Sigmaringen gehören wir zur Feuerwehr, zur Freiwilligen Feuerwehr. Und dadurch und über die Freiwillige Feuerwehr kam ich zu den Red Knights. Wir haben das erste Chapter in Deutschland gegründet in Sigmaringen, ja. Und das war wann? Das war vor 6 Jahren, 6, 7 Jahren ungefähr. Ich bin ein Jahr später dazugekommen. Jetzt nochmal, vielleicht noch ein bisschen genauer erklärt, Prädikant, was ist das genau? Von wo kommt der Name? Der Name kommt von Prädikare, von Predigen. Und ein Prädikant, wenn er die entsprechende Ausbildung hat, macht den ganzen Verkündigungsdienst in der Kirche. Also Sakramentsdienst, das heißt Taufe, Abendmahl, dann Trauungen, und Beerdigungen, ja, und natürlich normaler Gottesdienst. Für freudige und traurigere Ereignisse sind Sie zuständig? Ja, also für Ereignisse aller Art. Und natürlich in der Notfallseelsorge bin ich dabei, wenn irgendwelche schweren Unfälle passiert sind oder wenn jemand überraschend verstorben ist, ja, dann betreue ich die Familien in den ersten Stunden. Danke vielmals. Während dem die einen die Aussicht am Fuss vom Samichleuseli suchen, der Präsident gefragt zum Programm des Treffen. Ja, gestern Nachmittag hat es angefangen mit dem Eintreffen der Leute. Am Abend um 5 Uhr kam die amerikanische Botschafterin zu Besuch zu uns. Wir haben einen kleinen Gedenksgottesdienst abgehalten, eine Zeremonie für 9/11, weil sie auch gerade gestern war. Am Abend haben wir ein Barbecue gehabt. Jetzt haben wir Ausfahrt, die schöne Gegend zeigen. Am Abend gibt es noch Gala-Dinner. Was ganz verschwiegen hast, die Steffi umgefahren, hat die amerikanische Botschafterin. Ja, das ist ja so. Ich hatte wirklich eine Ehre gehabt. Sie ist bei mir auf der Töff hinten drauf gehockt und ich durfte dann die letzten paar hundert Meter zu unserem Gebäude fahren in Summiswald. Im Sozius, oder? Jawohl, im Sozius hinten. Hat's die gehabt? Ja, sie hat mich also gehabt, von dem her. Ja, sie ist, glaube ich, aber auch das erste Mal gewesen, als sie auf einem Töff gehockt ist. Dann hast du nicht so Gas gegeben, hä? Nein, ja, wir haben nicht Gas gegeben. Wir haben die Polizeibegleitung vorab. Wir haben es wirklich gemütlich genommen für Ruhe. Also mit der Entführung wäre nichts gewesen, hä? Negativ, nein. Sie hat auch ihre Personenschützer dabei gehabt. Gut, wäre natürlich schwer gewesen, dir zu verfolgen, oder? Ja gut, meine Maschine ist nicht gerade die schnellste, dafür gemütlich und gemacht für eine lange Strecke. Was hast du für eine? Gleich noch die Frage. Ich habe eine Harley Davidson Elektroglide Ultra Classic. Was ist das Typische daran? Ja, es ist ein fahrendes Sofa, kann man so sagen. Da ist einfach alles vorhanden, es ist bequem für lange Strecken. Hat Koffer ringsherum, dass man das Gepäck mitnehmen kann, Radio, CB-Funk. Einfach gemütlich. Quasi 24 Stunden fahren, würde ich gerade noch knapp so gehen, könntest du fast noch einschlafen. Ja, genau, einfach der mit dem Einschlafen klappt nicht, aber die anderen mal,
das ist aushaltbar. Apropos gemütlich, also sind da deine Kollegen beim Feuerwehrlokal, was passiert jetzt gerade? Jetzt tun wir hier uns leicht verpflegen. Es gibt ein Sandwich und eine Suppe. Für das haben wir etwa anderthalb Stunden Zeit. Dann fahren wir weiter Richtung Wollhausen, Trubschachen. Dort gehen wir noch in die Kambli-Fabrik rein, gehen einen Kaffee nehmen und dann geht es retour nach Sumiswald. Ein kleiner Nachtank bei Kambli. Das Dessert. Genau, das Dessert, ja. Und ja, das Kaffee halt muss halt sein. Ja. Es ist gleich noch eine lange Strecke mit so vielen Leuten. Ja. Eben, wie geht es weiter? Was wir haben wir sonst noch auf dem Programm? Was machen wir sonst noch? Eben, wie gesagt, jetzt heute Abend machen wir das Gala-Dinner. Da kommt noch der Gemeindepräsident von Sumiswald. Er hat euch etwas erzählt. Und morgen ist Frühstück und grosse Verabschiedung. Und die anderen Aktivitäten so durchs Jahr durch? Das ist verschieden von Chapter zu Chapter. Aber was wir haben, ist eine gemeinnützige Tätigkeit hier. Also jedes Chapter sammelt die Regel für eine gemeinnützige Sache. Jetzt unser Chapter, wir sammeln für Theodora. Schweiz 1 sammelt für das Kinderspital. Wie viele gibt es? Zwei Gruppen von euch, Schweiz 1? Nein, in der Schweiz gibt es vier Stück. Schweiz 1, 2, 3 und 4. Und Aktivitäten im Ausland? Also ihr habt jetzt ja auch Leute, die vom Ausland gekommen sind. Gehen die das selber an? Jawohl, ich bin jetzt gerade vor kurzem zurückgekommen von Amerika, vor 14 Tagen. Dort bin ich am internationalen Treffen in San Antonio. Ja, also, und wir gehen auch die anderen Europa-Chapter besuchen. Und es ist immer eine Riesenparty und einfach eine Familie. Soweit der Bericht von den Red Knights, die bei einer Rundfahrt um einen Apf Willisau besucht haben.